Ja, ihr lieben interessierten Menschen da draußen, versucht macht klug, das kennt ihr, ne? Versuch macht klug, deswegen heute der zweite Versuch, ein Steak mit der Heißluftfritteuse zu machen. Das letzte Mal hatte ich einen Rumpsteak und hab's gewürzt und dann bei 200 vorgeheiztem Grad für 8 Minuten in die Heißluftfritteuse getan. Das war für viele von euch grenzwertig, ja, weil es war medium rare. Das kann man mit Rumpsteak aber machen. Jetzt habe ich ein Nackensteak. Ich habe ein bisschen was anders gemacht diesmal. Ich habe dieses Nackensteak mariniert und es lag... ich habe kein Besteck. Und es lag jetzt über Nacht im Kühlschrank. Dann habe ich es eine halbe Stunde, bevor ich es in die Pfanne gehauen habe, habe ich es rausgetan. Und habe es dann in der Pfanne angebraten. Denn das letzte Mal hatten wir absolut keine Röstaromen. Da waren keine da. Dann habe ich es in die vorgeheizte Fritteuse. Die kann nur 200 Grad. Das ist eine Onyx. Habe ich geschenkt bekommen von einem Hedley Nauten. Vielen Dank nochmal. Das Ding ist jeden Tag im Einsatz. Ohne Witz, jeden Tag. Meine Heißluftfritteuse läuft jeden Tag. Und jetzt liegt das hier. Diesmal habe ich es 10 Minuten reingemacht. Nicht 8 Minuten, sondern 10. So, und jetzt liegt das hier und es riecht fantastisch und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ohne Scheiß, ne? Deswegen werde ich jetzt gleich das größte Stück hier anschneiden. Hier ist eins, was hier recht... Oh, läuft schon weg. Das schneide ich jetzt einfach mal mitten durch und zeige es euch. So. Ja, das ist medium drüber, aber ja, wow, hier hätten vielleicht tatsächlich die 8 Minuten auch gereicht. Ich zeige euch das nochmal. Hier, seht ihr, rosa. Aber well done heißt, glaube ich, oder? Wenn es eins über Medium ist, Medium Rare ist eins drunter, der well done ist durch. Das ist aber noch rosa. Medium dann? Ich habe keine Ahnung. Das Gewürz, was ich drauf habe, ist nicht so besonders. Ja. Das von Kania aus dem Lidl nennt sich Smokehouse. Oh, aber schön, ist doch schön. Guck doch mal. Das ist doch... Das ist doch schön. Das Gewürz ist nicht so besonders. Aber, ja, essbar. Aber es ist toll. Das ist immer, boah, Das war auch nicht gefroren. Das ist frisch. Und zwar direkt aus dem Nacken geschnitten. Weil ich kaufe mir immer, wenn es den Nacken gibt, Schweinenacken. Für 5 Euro stich. Dann kaufe ich den immer gleich kiloweise. Weil das kostet jetzt fertig geschnitten auch schon 12 Euro. Das muss ja nicht sein. Deswegen kaufe ich den kiloweise und schneide den selber zusammen.
Mein Gulasch mache ich ja auch aus Schweinenacken. Hm. Diesmal waren die 10 Minuten fast zu viel. Also liegt vielleicht auch am Schweinefleisch. Das kann nicht sein. Ich hatte das letzte Mal Rindfleisch. Heute ist es Schweinefleisch. Und Nacken ist ja durchwachsen. Das ist immer mit so Fettstriemen noch mit dazu. Und das Fleisch. Zwischen diesen... Hier sieht man es hier. Das Fleisch. Boah, das ist rosa. Das ist rosa. Das ist fantastisch. Das ist butterweich. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht verstehe, dass sich jeder einen Rücken kauft, einen Schweinerücken. Selbst wenn man den Sous Vide macht. Medium Sous Vide. Wenn der mal 10 Minuten draußen steht, ist der furztrocken. Der Schweinenacken dagegen, den kriegst du nicht kaputt. Hm. Freunde, das ist wirklich, ich kann das nur empfehlen. Das ist mir jetzt ein bisschen viel Fett. Das lasse ich dann auch weg. Hier, guck mal. Bombe. Richtig geil. Richtig geil. Hm. Mehr brauche ich auch nicht. Das schmeckt so toll. Bis auf das Gewürz. Na, man kann es ja essen, aber es gibt besseres Gewürz. Es ist so eine Gewürzmischung. Oh, guckt euch das an. Ich kann es ja immer nur wieder in die Kamera halten. Das ist so rosa wie mein Arsch. Das ist echt geil. Das schmeckt super. Mm. Das funktioniert natürlich. Genauso mit dem Backofen. Das macht keinen Unterschied. Wobei man den Backofen sogar ein bisschen heißer machen kann. Also unser geht bis 240. Und dann weniger Zeit braucht. Da funktioniert das ganz genauso. Das Steak war jetzt relativ dick. Ich würde sagen 1,5 cm. Wenn ihr also keine Heißluftfritteuse habt, könnt ihr das durchaus auch genau im gleichen System im Backofen machen. Backofen vorheizen auf 220 Grad. Ober-Unterhitze, wichtig, nicht Umluft. Ober-Unterhitze. Steak in der Pfanne scharf anbraten. Kurz nur, 2 Minuten von allen Seiten, dass es eine Kruste kriegt. Und nein, da schließen sich keine Poren. Fleisch hat keine Poren. Den Quatsch höre ich sogar auf Instagram und auf YouTube bei Köchen. Wir müssen da die Poren schließen. Hier. Und dann für 8 Minuten und pro Zentimeter mehr eine Minute länger. Im Backofen tun. Ich sage euch aber, kauft euch eine Heißluftfritteuse, ohne Witz. Ich verlinke euch unten eine. Da verdiene ich ein paar Cent, wenn ihr die da bestellt. Nicht viel. Eine kleine Provision halt. Ja. Weil die könnt ihr für alles verwenden. Brötchen aufbacken, Hähnchen machen, Steak. Gefüllte Paprika, alles zum Überbacken. Ich hatte mir mal selber eine gekauft, die habe ich dann meiner Tochter geschenkt und habe auch den Kauf selber noch keine Sekunde bereut. Und wenn jetzt die Onyx kaputt geht, kaufe ich mir sofort wieder eine, weil die Dinger sind einfach toll. Heißluftfritteusen sind nichts anderes wie kleine Backöfen. Und da könnt ihr euch, das funktioniert auch, so einen kleinen Backofen kaufen. Kennt ihr die Dinger? Es gibt manchmal auch, im Kaufland gibt es die ganz oft, so kleine Backöfen, so Mini-Backöfen. Das ist genau das Gleiche. Das macht keinen Unterschied. Das ist exakt das Gleiche, nur halt ohne Umluft. Ansonsten ist das
gleiche. Vielleicht sogar besser, weil Ober-Unterhitze. Und die heiße Fritteuse hat ja nur Oberhitze. Dadurch fegt da auch Luft durch, damit unten auch Hitze hinkommt. Ja, also so ein Mini-Backofen, wenn ich alleine leben würde und ich hätte keine Heißluftfritteuse, hätte ich so einen Mini-Backofen. Ja, und ich kann es immer nur wieder betonen, weil ich kriege manchmal E-Mails von euch, ich sage jetzt nicht von wem, ich kriege manchmal E-Mails aufgrund meiner Kochvideos und die mir immer sagen, die mich auch fragen, warum ich immer so aufwendig koche. Wir sind ja nur zu zweit oder zu dritt. Ihr müsst auch für euch selbst aufwendig kochen. Ihr müsst das tun. Essen ist Lebensqualität. Und das Kochen, sich selbst was zu kochen und sich dann hinzusetzen und das schmeckt fantastisch und zu wissen, das habe ich gekocht für mich. Für mich alleine, wenn ihr alleine seid. Meine Familie ist es gewöhnt, dass ich aufwendig koche. Das merken sie vor allen Dingen dann, wenn sie woanders essen. Ja? Ariane hat gesagt, mein Weib hat gesagt, ich muss nicht essen gehen, ich habe einen Koch zu Hause. Und da hat sie ja auch recht. Wenn ich essen gehe, dann bestelle ich immer Sachen, die ich mir selbst nicht machen würde. In der Pizzeria esse ich nur Pizza. Was soll ich dann Pastagericht essen? Das kann ich selber. Ja, oder wenn wir zum Falken fahren, im Falken esse ich immer mal, immer, wirklich immer den Zwiebelrostbraten. Ariane isst immer ein Cordon Bleu, weil ich ganz selten Cordon Bleu mache. Eigentlich gar nicht. Ja, das sind so Sachen, die ich mir zu Hause nicht machen würde. Oder die mir zu Hause vielleicht sogar zu aufwendig sind. Die esse ich dann in der Pizza Calzone zum Beispiel. Ich habe seit Ewigkeiten keine Calzone mehr gegessen. Aber Spaghetti Bolognese, entschuldigt bitte, ja, das mache ich selber. Da brauche ich keinen. Oder Cannellonis oder Tortellinis, das kann ich zu Hause auch machen. Da muss ich nicht essen gehen. Wie das Gejammer jetzt, ne, mit den 19%. Ey, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Die ganzen Gastronomen jammern mir die Ohren voll oder jammern der ganzen Welt die Ohren voll. Dabei ist es eigentlich nur die Corona-Hilfe ausgelaufen. Und ob ich jetzt 15 Euro für ein Schnitzel bezahle oder 16,50 Euro, das ist doch vollkommen egal. Aber das ist ein anderes Thema. So, also, genug gelabert. Ciao.